Ich versuch's. Ich versuch nicht zu versagen, Felix. Wir treffen uns in den Fossilienfischhöhlen, um das Spiel zu starten. Falls du zu groß bist, um durch den Anglerfischausblick zu klettern. Du musst wohl den langen Weg nehmen, aber es ist nicht zu weit. Geh in die Trittsteinhöhle und dann hoch in die Fossilfischhöhle. Die haben hier richtig... Wie lange haben denn die hier gelebt? Ich habe versucht, über die Trittsteinhöhle zum Fossilfisch vorzudringen, konnte den Eingang aber nicht finden. Wo ist er denn? Denk daran, den Fossilienfisch zuerst zu füttern, wenn du zum Anglerfischausblick willst. Um ein Licht... Aha. Okay. Und ein Licht in sein Maul wirfst, weist er dir den Weg. Target passt nicht mehr durch den Anglerfischausblick, weil er einfach zu groß geworden ist. Dann waren die ja wahrscheinlich ziemlich lang. Wobei man nicht weiß, wie schnell die wachsen, oder? Keine Ahnung. Er ist jetzt sogar größer als Levi. Ihn interessiert das schon. Ilix ist noch immer der Größte. Schiffslog aktualisiert. Ich frage mich, ob das Spiel so einen Punkt hat, wo es zu Ende ist. So einen Punkt, wo man sagen kann, jetzt habe ich es durchgespielt. Oder ob man einfach nur immer weiter erforscht und erkundet. Was ja auch cool wäre, aber... Spielen wir heute Abend wieder das Fossilienfischspiel? Ich habe dem Fossilienfisch eine neue Laterne gegeben. In der Trittsteinhöhle solltest du jetzt den Eingang der Fossilienfischhöhle sehen können. Ich bin dir sehr dankbar, Solanium. Es hat schon etwas, dass du klein genug bist, um durch das Loch beim Anglerfischausblick klettern zu können. Ich bin auch noch klein genug. Der Sand kommt hier schon rein, ich muss raus hier. Aber das wirst du nicht mehr lange sein. Mama und Papa sind so groß, also würdest du... also wirst du auch groß werden. Okay. Der Sand steigt. Ich frage mich, ob wir hier überhaupt wieder rauskommen. Oh, hier ist wieder tödliches Zeugs, oder? Ja. Hier kann ich zwar öffnen, aber ich kann nicht durch. Das ist schade. Ziemlich schade. Schauen wir doch mal, wo der Weg hier hinführt. 3 Minuten Sauerstoff verbleibend, das ist auch schade. Oh. Nee, da sollte ich wieder nicht hingehen. Hey, irgendwann müssen wir mal was kriegen, dass wir immun sind gegen dieses Geister, gegen diese Geisterenergie. Weil das gibt's nicht, oder? Das wäre schon komisch sonst. Schwerkraftkanone. Ah ja. Nein, hier ist alles voller Geisterenergiezeugs. Ach shit. Ob ich darüber fliegen kann, theoretisch? Soll ich es mal versuchen? Was habe ich zu verlieren? Ich meine, ansonsten werden wir im Sand begraben und sterben. Oh yeah, okay. Das hat funktioniert irgendwie. Ach, hier kommen wir raus. Aber wahrscheinlich ist jetzt hier in der Kanone auch schon zu viel Sand. Ah, ich glaube gerade so. Da wäre das Podest, wo ich gern hingegangen wäre. Schade. Die Gravitationskanone versuchen wir das nächste Mal. Weil vielleicht können wir den Sand mit der Gravitationskanone rausschießen.
Und dann haben wir vielleicht mehr Zeit in den Höhlen. Hey, ich muss mir merken, das ist voll die gute Idee. Wenn ich mir merken kann, wo der Eingang ist, aus dem ich gerade rausgekommen bin. Ich finde den jetzt schon nicht mehr. Aber wenn theoretisch ich den wiederfinden würde... Shit, ich finde ihn echt nicht mehr. Aber irgendwo hier muss er sein, oder? Könnten wir dann nämlich eine gute Abkürzung nehmen. Oh, oh, 60 Sekunden Sauerstoff. Oh, wo ist mein Schiff geparkt? Ah, oh, ganz woanders. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus, Astronautenfreund. Tut mir sehr leid. Ich glaube, du erstickst jetzt. Aber hey, ist ja nur für kurz. Nimm doch mal Tiefluft. Hol doch mal Tiefluft. Vielleicht schaffen wir es dann. Zu hoch. Oh. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch schaffen. Ja, schade, dass wir jetzt hier nicht weitermachen können, ne? Das ist wirklich schade. Das hätte ich jetzt gerne noch erlebt. Aber gut. Jetzt könnte man natürlich immer dann seine Expedition wieder auf dem Nachbarplaneten fortführen, der ja quasi jetzt immer mehr Sand verliert. Und immer untersuchbarer wird. Das Problem ist nur, dass wir von dem dann schnell wieder auf den anderen Planeten gespült werden, wenn wir nicht aufpassen. Und wenn ich... Nee, warte mal, hier wollen wir gar nicht landen. Ah! Ah! Wenn ich hier irgendwie landen könnte, dass wir hier unterstehen, wären wir vielleicht einigermaßen geschützt davor. Die Sonne sieht eh schon wieder verdächtig groß aus, ne? Das sieht aus wie ein Teleporter, ehrlich gesagt, der uns wahrscheinlich wieder irgendwo hinbringt, wenn die Station hier richtig steht. Und da ist einer von denen im Raumanzug. Der ist gerade erst gestorben vielleicht. Der sieht noch so frisch aus im Vergleich zu den anderen. Oh, das ist kaputt. Oh, da kommt der Sand. Ich muss mich unterstellen wahrscheinlich lieber, oder? Ich glaube, hier drin bin ich wahrscheinlich sicher vom Sand. Ja, sieht gut aus. Irgendwie. Ah, okay, cool. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit, bis der zurückkommt. Und ich kann mal dann nach oben klettern. Na, hopp. Jetzt noch weiter nach oben. Ich finde leider keine Scheibe, die ich da einsetzen könnte, unten in den Vorrichtungen. Aha, da drüben ist eine. Alles klar. Schnell komm mit mir, Codex. Wir müssen wieder runter, bevor der Sand kommt. Und bevor die Welt untergeht, am besten auch. Vielleicht sind das noch wichtige Informationen hier. Freunde aus der hängenden Stadt. Wir planen das Projekt Zwillingsasche im Hochenergielabor am Äquator der Glutzwillinge. Die hängende Stadt ist wahrscheinlich die, die abstürzt. Die in die Tiefen hinabstürzt, oder? Seit wann bist du online und hast du schon einen Plan, was du alles spielen willst? Also, online sind wir seit 12 Uhr mittags. Und ich habe super viele Spiele vorbereitet, die wir uns alle anschauen müssen. Wir werden auf jeden Fall nochmal zu Animal Crossing zurückkehren und Dragon Quest 11 haben wir noch im Angebot und einiges mehr. Nee, jetzt grad nicht. Aber ganz viel kleine Indie-Spiele und so weiter.
Ich habe mich auf dem Glutzwilling verlaufen. Ich bin dankbar, dass mich Remy gefunden hat. Aber das Hochenergielabor ist das Gebäude mit den großen Solarkollektoren. Ich bin überrascht, dass es nicht... Ich bin überrascht, es nicht gesehen zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass unser sonst so schlauer Conny seinen Kopf verlieren würde, wenn es anatomisch möglich wäre. Sind wir schon wieder am Ende? Na, der Zyklus dauert nicht mehr lange, ne? Moment mal, wo ist unser Schiff? Ach verdammt, ich glaube, unser Schiff wurde jetzt hochgespült, auf den anderen Planeten gespült, ne? Naja. Es ist eh gleich vorbei. Hier kommen wir leider nicht rein. Genau solche Türen finde ich oft. Ah, es wird noch Sand transferiert. Wir können einfach zu unserem Schiff uns hochtragen lassen, wenn wir wollen. Die Sonne ist schon so nah. Es müsste hier schon verdammt heiß sein, wahrscheinlich eigentlich. Liegt ja echt an der Sonne vorbei. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber er schafft es tatsächlich noch. Na gut. So, ich glaube, wir machen jetzt nochmal eine Pause. Ich brauche nochmal eine Pause jetzt gerade. Mein Rücken tut gerade weh. Ich muss mich ein bisschen durchstrecken. Aber es geht gleich wieder weiter. Ja, genau. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Oh Mann. Sodala. Wo waren wir stehen geblieben? Mein Ohr ist schief. Da. Okay. Ich glaube, wir waren da stehen geblieben, dass jetzt bald alles untergeht. Und wir nicht mehr viel Zeit haben. Also, irgendwie haben diese Aliens eine Energiesignatur von einem Auge aufgenommen. Und sie wollten rausfinden, was das ist, weil sowas gab es noch nie. Deswegen sind sie in das System gekommen und haben im Grunde das ganze System in eine Art Super-Waffensensor verwandelt, damit sie mit der Sensorkanone einen abfeuern können. Eine Drohne, einen, keine Ahnung, irgendwas, das wahrscheinlich dieses Auge finden oder erkennen soll, Daten sammeln soll. Und dabei haben sie versehentlich unsere Sonne zerstört. Und jetzt explodiert alles. Gutes Timing. Gleichzeitig gibt es dieses komische Wurzelding, das sich hier von Planet zu Planet über
verbreitet, das parasitär ist und alles kaputt macht. Das ist ziemlich doof. Und einen geisterhaften Planeten, der irgendwie verschwindet, wenn man auf ihm landen will. Hi, Lateres. Wie geht's? Ah, wir waren so dicht, so gut in den Höhlen. Und dann kam der Sand. Das ist nervig. Wenn der Sand nicht gekommen wäre, wären wir jetzt nämlich in das Labor, in dem die Zeitreise, die Zeitanomalie genauer untersucht wird. Das würde mich interessieren. Das wäre cool. Black Screen. Ich glaube nur, weil gerade, ja, geladen wird. Ich würde das Spiel gerne noch beenden, aber gleichzeitig habe ich gerade keinen Bock mehr. Aber ich weiß genau, wenn ich jetzt aufhöre, fange ich nie wieder damit an. Das wäre schade. Aber ich habe gerade das Gefühl, so, es gibt so viel, was wir noch tun können. Ich will kein Schwarzer sein, aber ich schwinge nur schwarz, dann aktualisiere mal oder so. Weil wenn ich auf meinen Kontrollscreen gehe, ist alles gut. Funktioniert alles. Ich gehe jetzt mal zu dieser Gravitationskanone und zwar schnell, bevor der Sand kommt. Wo fliegen wir denn hin? Da. Weil ich bin gespannt, was die Gravitationskanone macht. Vielleicht kann ich damit wirklich den Sand abhalten und dann hätten wir mehr Zeit in den Höhlen. Das wäre ziemlich cool. Oh, aber wenn ich gleich mal voll reinknalle, ist das eher schwierig. Landegestell beschädigt, kein Problem. Das kommt schon mal vor. Okay. Wo ist die Kanone? Die ist so riesig. Wie kann es überhaupt sein, dass ich die nicht sehe? Die ist eigentlich überall. Ah ja, da ist sie. Oh, irgendwie eiert gerade der. Habe ich schon wieder den falschen Planet markiert? Ich glaube fast schon. Ich glaube schon. Aber wir landen jetzt hier trotzdem. Auch wenn ich auf den falschen der beiden Planeten eingestellt bin. So. Jetzt schnell, bevor der nervige Sand wiederkommt. Die sonnenlose Stadt. Sag bloß, da ist ein. Oh, Kakteen. Die kriege ich nicht weg. Komme ich nicht durch. Naja, gut. Genau, Schwerkraftkanone aktivieren. Das mache ich jetzt mal. Na? Hä? Oh, mein Schiff! Mein Schiff wird weggeschossen! Shit. Ah. Okay, dann hole ich jetzt das Shuttle zurück, das wir schon mal gemacht haben. Jetzt schieße ich es auch wieder weg. Schieße ich mich jetzt auch damit weg? Schieße ich wenigstens auch den Sand weg, wenn er jetzt kommt? Wow! Okay. Also bei mir hat es funktioniert. Ich glaube, das war ein kurzer Run. Aber der Sand fließt immer noch auf den anderen Planeten. Bei dem Sand scheint es nicht zu funktionieren. Oh, wir werden, glaube ich, in die Sonne geschossen. Warte. Dann haben wir das auch.
Cool. Ich muss jetzt mal schnell googeln. Ich will wissen, ob man das Spiel wirklich, ob es ein Ende gibt. Ob es einen Punkt gibt, wo man wirklich sagen kann, durchgespielt. Oder ob man einfach nur Informationen sammelt, bis man weiß, was passiert. Aber im Endeffekt ändert man nichts. Outer Wilds? Is there an ending? Schauen wir mal. Ich glaube, es gibt ein Ende. Ich muss mal kurz auf Pause drücken. Eye of the Universe. Ja, das würde ich natürlich schon gern finden. Also es gibt auf jeden Fall ein Ende. Aber das ist, glaube ich, ziemlich schwer zu erreichen anscheinend. Oh, ich weiß nicht, ob ich da jetzt gerade den Nerv habe. Ich glaube. Aber irgendwie würde ich das Spiel gern beenden, was eigentlich echt cool ist. Ich ziehe lieber meinen Raumfahreranzug an. Das vergesse ich sonst ziemlich sicher. Also gut. Ich will noch mal dahin. Den anderen, genau. Ich will noch mal in die versunkene Stadt. In die verlorene Stadt. Ihr wisst schon, die Stadt, bevor es zu spät ist. Aber da müsste ich so schnell sein. Ah, der Eingang. Der Eingang in der Nähe der Energiekanone. Wenn ich den finden würde, das wäre spitze. Es wird auch schwierig. Aber das wär's. Ich weiß nicht, ob ich die noch so leicht finde, aber versuchen wir es mal. Der müsste nämlich irgendwo hier im Gestein gewesen sein. Wenn mich nicht alles täuscht, oder? Da ist er. Dann hätten wir nämlich einen gewaltigen Zeitvorsprung, wenn das hinhaut. Ach ja, genau, da war nur das Problem, dass der Zugang echt nicht leicht ist. Okay. Ah, nein. Ah doch, ich kann die Tür von der Seite öffnen. Gott sei Dank, das wäre so gemein gewesen, wenn das nicht funktioniert hätte. Okay. Da müssen wir hin. Dann beeilen wir uns jetzt mal. Hochenergielabor, ganz genau. Da wollen wir hin.
Das ist ein wichtiger Questpunkt. In irgendeiner Questreihe. Ich folge mal dem Kabel. Das ist bestimmt nicht verkehrt. Oh, das ist gemein. Das sind Kakteen hinter dem... Oh Mann, ey. Hinter dem Sandfall. Oh oh, in die Kakteen. Ich habe ein Loch im Anzug und bin in die Grube gefallen. Ah, ich kann meinen Anzug reparieren. Das ist gut. Trotzdem gemein. Muss ich hier erstmal wieder rauskommen. Ah, das gibt's doch nicht. Oh Mann. Das gibt's nicht. Ich komme da nicht durch den Sandfall. Das ist wirklich gemein. Muss ich da vielleicht warten, bis der Sand ein bisschen höher ist? Ah, keine Chance. Aber sehr viel länger brauche ich jetzt auch nicht mehr warten. Sonst wird's knapp hier. Das gibt's nicht. Als wäre da eine unsichtbare Wand. Das gibt's ja gar nicht. Da ist, glaube ich, wirklich eine unsichtbare Wand. Ich komme nicht durch diesen Sandfall durch. Das ist ja irgendwie doof jetzt, weil ich wäre... Das wäre so gut. Wir wären so gut im Timing. Ja, aber da kommt auch mein Scout gar nicht durch. Da gibt's, glaube ich... Aber das ist jetzt... Also das finde ich nicht in Ordnung. Durchgehen könnte funktionieren. Aber da müssen wir uns jetzt beeilen. Da müssen wir anscheinend, musste man wahrscheinlich wirklich warten, bis der Sand hoch genug ist. Okay, und jetzt? Jetzt habe ich fast keinen Sauerstoff mehr vor lauter Kakteen dauernd. Ja, ich weiß. Aber außerdem werden wir jetzt gleich zerquetscht, weil ich nicht weiß, wie es hier weitergeht. Ist das gemein hier? Aber vielleicht haben wir es jetzt geschafft. Und ich hoffe, da oben gibt es Sauerstoff. Ah! Oh, come on, nein. Ach so, warte mal. Ich glaube, das ist gut. Oder? Moment, wo führt denn... Hä? Das führt nach unten, das Kabel. Aber von da komme ich doch. Da gibt es jetzt kein Zurück mehr. Glaube ich. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Ich dachte nämlich, wir müssen... da lang. Aber jetzt... ersticken wir. Oh. Hallo, Katka. Warum denn Animal Crossing? Das hatten wir als erstes kurz. Aber ich habe doch den Titel schon lange geändert. Bei mir stimmt's. Aber zu Animal Crossing kehren wir bald zurück. Ach, Outer Wilds, verdammt. Was machen wir denn mit dir? Das frustet mich gerade leicht, dass wir da nicht weiterkommen. Dabei wäre das schon echt schön, wenn wir das durchspielen würden, aber das war jetzt gerade mit den Kakteen und so auch wieder. Blöd irgendwie. Na gut, ja, es kann ja sein, dass man manchmal auf Twitch nicht, oder dass ich vergesse, wenn ich die Spiele wechsle, dass ich es auch eingebe. Aber ich habe geguckt, deswegen gleich, und habe gesagt, nö, nö, habe ich schon geändert diesmal. Haben wir was Neues entdeckt auf unseren Reisen? Wir haben die Rettungskapsel 2 gefunden. Anglerfischfossil. Sonnenstation. Die Sonnenstation. Die ist, glaube ich, interessant.
das Projekt Zwillingsachse zu betreiben. Zwillingsasche. Hier gibt es noch mehr zu entdecken. Mehrere große Nami-Türme bilden einen Ring um den Äquator von Zwillingsasche. Ja, aber... Wir könnten... Ah nee, Kraterlaterne. Ich glaube, da können wir gar nicht landen, oder? Auf Kraterlaterne. Ist wahrscheinlich keine gute Idee. Der Quantummond. Ein Phantommond, der manchmal am Himmel erscheint. Ja, der Quantummond ist auch noch interessant. Ob wir den jemals betreten können und was der macht und was ist der eigentlich... Wer weiß. Energiesignatur aus dem Untergrund. Auf dem Quanten. Versuchen wir mal, ob wir auf Kraterlaterne landen können. Ich glaube zwar, wir sterben sofort, wenn wir das versuchen. Aber wir versuchen es mal. Das ist nämlich der einzige Planet, auf dem wir noch gar nicht waren, wenn es denn geht. Oder der einzige Himmelskörper. Na gut, okay. Ich glaube, das geht schon. Genau, das ist das täglich grüßt das Murmeltierspiel im Weltall. Animal Crossing werde ich wahrscheinlich so Mitternacht wieder starten. Kraterlaterne, Autopilot, aktivieren. Oh, wir sind gefährlich nah an der Sonne. Autopilot, du schaffst das, oder? Autopilot schafft das. Ich habe mir gerade ein bisschen Sorgen gemacht, aber... Autopilot hat es noch hinbekommen. Danke, Autopilot. Du bist der Beste. Er ist nicht der Beste, ganz im Gegenteil. Aber gut. Er ist gut genug. Er ist der gut genugeste. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo landen können. Ich habe eher Angst, dass wir von einem der Krater gleich getroffen werden. Also von einem der Vulkanschlote. Ich schätze mal, wir sterben sofort, wenn ich versuche, da zu landen. Auch die Vulkane sehen alle recht aktiv aus. Aber... Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Und wir sind tot. Der beste Autopilot, den ich habe. Das ist definitiv so. Das wird ein kurzer Rückblick. Und wir sind wieder am Anfang. Oh, und ein Fehler, ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten. Nein. Das steht gar nicht schwerwiegend, das habe ich erfunden. Aber ich meine, wenn das Spiel abstürzt, ist er anscheinend schon schwerwiegend. Ja, wenn das so ist... Dann ist das ein Zeichen. Dann ist das das Zeichen dafür, dass wir jetzt aufhören mit dem Spiel, würde ich sagen. Nicht ausschließbar, nicht ausgeschlossen, dass wir nochmal anfangen damit. Ich werde es auf jeden Fall auf die Liste zur die Spiele spielen wir in den normalen Streams weiter Liste Wahl Dingens hinzufügen für die Patreons. Aber jetzt schauen wir uns mal was anderes an. Und was? Das weiß ich auch noch nicht. Deswegen machen wir jetzt eine kurze Pause. Ich werde auch den Stream zwischendurch beenden und dann aber gleich wieder anfangen. Wundert euch nicht, nur damit die Videos am Ende nicht so lang werden, sonst sind die so schwer zu bearbeiten. Bin gleich wieder da. 5, 10 Minuten sowas. Nee, 5 oder 10, nicht beides. Bis gleich.